Ich bezweifle, dass hier einfach Kopien von Ovids Werken rumliegen. Nein, kein Ovid weit und breit. Bruder Paul. Und das ist der kleine Jack. Weißt du, er hat nie den Brückenzoll bezahlt, als er herkam. Manchmal muss man barmherzig sein und Leute reinlassen, die in Not sind. Ich werde an deine Worte denken, Bruder Paul. Ich wette, es gibt noch mehr Nester. Ich kann die Bibel nicht sehen. Selbst wenn ich sie wieder rausfischen würde, könnte man bestimmt kein Wort mehr entziffern. Ich glaube nicht, dass ich die Bibel da noch rausfischen kann. Die ist weg. Das Wasser treibt das Rad an. Dann noch mehr Räder und den Mühlstein. Das heißt, das Wasser treibt den Mühlstein an. Die Bewegung des Wassers wird benutzt und in eine andere Bewegung umgewandelt. Das Mahlen des Mühlsteins. Sollte es dann nicht möglich sein, auch andere Bewegungen zu erzeugen? Wir benutzen ja auch Räder, um Lasten auf der Baustelle nach oben zu ziehen. Mit der richtigen Mühle lässt sich vielleicht ein Hämmern oder Sägen erzeugen. Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich vielleicht mal etwas ausprobieren. Ich glaube nicht, dass ich die Bibel da noch... Die ist weg. Ich sehe keine Eichhörnchen oder Vögel. Wenn ich einmal mehr Zeit habe, überlege ich mir mal ein paar andere Arten von Mühlen, die wir bauen könnten. Das Wasser ist hier, das Getriebe ist hier. Warum sollte man nur Mehl mahlen? Darf ich mal? Ich habe nur ein paar genommen. Das sind nicht alles deine Ameisen. Ich behalte sie erstmal.
Ich behalte sie erstmal. Nein, hier mache ich besser keine Zielübungen. Noch nicht. Ich will erst mal herausfinden, wo wir die Amores herbekommen. Ellie wird sich freuen, wenn ich das Buch finde. Sie haben Probleme mit ihren Händen und Füßen. Vielleicht kann ich ihnen irgendwie helfen. Jack, wie gefällt dir der Stein, den ich für deinen Kragstein ausgesucht habe? Danke, war genau richtig. Ich muss nur noch besser meißeln lernen. Das braucht Zeit, Jack. Nur Geduld. Und jetzt geh besser wieder an deine Arbeit. Wer weiß, wie lange es hier überhaupt noch etwas für uns zu tun gibt. Die haben hier viele verschiedene Waren. Aber Bücher werden hier nicht verkauft. Hallo, Milius. Ah, Jack. Und Jonathan. Gerade ist es nicht so günstig. Bruder Cuthbert hätte die Äpfel hier unten etwas sorgfältiger lagern können. Ich bin mir sicher, dass es alles seine Richtigkeit hat, Bruder Andrew. Sogar das Salz ist feucht geworden. Cuthbert wusste, was er tat. Was macht Bruder Andrew denn da unten? Wir bekommen bald einen neuen Zellerar. Andrew bereitet alles für die Übergabe vor. Vielleicht sollten Sie sich auch gleich einen neuen Küchenmeister suchen. Warum? Wenn das, was Cuthbert getan hat, jetzt nicht mehr gut genug ist, dann kann meine Arbeit auch nur ungenügend sein. Cuthbert wusste immer Bescheid. Viel besser als ich. Eins... Zwei. Drei. Darf ich den Mörser benutzen? Den Mörser? Ja. Warum nicht? Wofür brauchst du ihn denn? Ich weiß noch nicht genau. Milius hat gesagt, dass ich ihn benutzen darf. Fünf. Sechs. Ich bezweifle, dass hier einfach Kopien von Ovids Werken rumliegen. Nein, tut sie nicht. Ah, nein, hier ist sie. Ich bezweifle, dass hier einfach Kopien von Ovids Werken rumliegen. Besser nicht. Ich will ihn nicht stören. Wir haben gedacht, hier zeitweise einen Novizen einzusetzen, um die Arbeit des Zellerars zu übernehmen. Du meinst, bis ich... Ich bin fürs Erste damit fertig. Ich kann den Kragstein nicht mehr sehen.
Ich bezweifle, dass hier einfach Kopien von Ovids Werken rumliegen. Nein, kein Ovid weit und breit. Hier ist alles zugestellt. Ich muss den Haupteingang benutzen. Dir. Der Mörtel rührt sich nicht von selbst an. Der Mörtel wird sich auch nicht beschweren, wenn er bis nach meiner Pause warten muss. Und keine Burg war, der die Mörtel vor ihm bestünde. Nicht, aber ich. Ich glaube, das waren alle. Ach ja? Hab ich mich etwa beschwert, als du den halben Morgen einfach nicht aufgetaucht bist? Hallo, Cuthbert. Ich hoffe, du bist glücklich, wo du auch sein magst. Was meinst du mit, wo du auch sein magst? Er liegt da drin. Ich hab dafür gesorgt, dass er dort in Ruhe aufs jüngste Gericht warten kann. Philipp glaubt, wir kommen in den Himmel, wenn wir sterben. Nein! Wir liegen da und warten aufs jüngste Gericht. Deshalb will ich, dass mich eine gute Seele begräbt, damit auch ich gut liege. Ich hoffe, du wirst dich an dein Versprechen erinnern, dass du mich begraben wirst. Das ist lange her. Das war in der ersten Nacht, die wir hier in der Priorei verbracht haben. Ich werde dich begraben, Bruder Arnaldos. Keine Sorge. Danke dir. Und danke, dass du dich um Cuthbert kümmerst. Das geht dich überhaupt mal gar nichts an. Und jetzt an die Arbeit. Nein.